Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und zwar die Folge, in der wir ziemlich viele Nebensachen erledigen werden. Ich habe mir hier schon mal eine Map rausgesucht für alle Reittiere. Ich habe auch geguckt, wo der letzte mythische Boss sein soll, der mir noch fehlt, an dem ich irgendwie vorbeigelaufen sein muss, weil ich war da, glaube ich. Und der Aussichtspunkt von der Mitte der Insel, da weiß ich auch jetzt, wo er ist. Das heißt, wir fangen mit dem auch direkt an, würde ich sagen. Mache ich nämlich hier kurz die Schnellreise hin. Dann machen wir danach den Boss. Und dann kümmern wir uns um die Reittiere. Und dann schauen wir mal auf den Tacho, wie viel Zeit schon vergangen ist. Aber jetzt als allererstes mal der Aussichtspunkt. Der ist so versteckt hier, dass es echt schwierig gewesen wäre, den zu finden. Und zwar müsste der irgendwo hier drüben sein. Was? Hier direkt? Oh, ich will hier runter, bitte. Phoenix, lass doch bitte... Alter. Danke. Nein. Oh, Alter. Was ist da drüben der Punkt? Moment mal. Es wäre zu easy. Also, wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Zwar irgendwie hier hoch, aber ich darf halt nicht so nah in den Berg rein. Da drüben ist es, glaube ich. Ich finde halt doof, dass man gar keinen Anhaltspunkt hat. Ich meine, das kann ja überall auf diesem Berg sein. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Ja. Ich glaube, die Stelle ist es. So. Wie soll man darauf kommen, dass man sich hier hinstellen muss? Oder hat es noch einen Ambrosia? Wo ist Ligiron? Da! Das Gewölbe! Ja. Wusch! Damit haben wir die ganze Map aufgedeckt. Wunderbar. Und ein paar Dinge haben wir hier auch schon entdeckt. Allerdings noch nicht genug in meinen Augen. Müssen wir uns vielleicht auch mal noch umschauen. Weil ich denke, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Vor allem, mir fehlen ja noch, glaube ich, 8 mythische Herausforderungen oder so. Keine Ahnung, wo die noch alles sein sollen. Die müssen wir ja auch noch machen. Da muss ich mir dann vielleicht auch noch eine Karte raussuchen, etc. Keine Ahnung. Ah, hier wird mir noch was angezeigt. Ja. Hm. Aber halt auch nur Kisten. Ich weiß nicht, ob das mitzählt. Ja. Hier noch irgendwo. Halt auch nicht wirklich was. Ambrosia. Ach, hier ist noch irgendwo was. Boah, genau mittig jetzt hier. Wieder Ambrosia. 100 Mal Ambrosia gefühlt. Okay. Das soll es dann erstmal jetzt für hier gewesen sein. So. Und anscheinend muss hier noch irgendwo ein mythischer Boss sein, an dem ich scheinbar vorbeigelaufen bin. Wir schauen rein in die Festung. Weil alle anderen, wo ich mir angeschaut habe, die habe ich schon gemacht, ganz sicher. Ach, das müssen wir jetzt hier wieder reinreiten. Aber das passt, wir fangen dann auch hier gleich mit den Reittieren an. So, auf da. Und Goldbernsteine muss ich ja auch noch sammeln. Auch mich da jetzt gerade getroffen. Reittier nicht verfügbar. Warum? Danke.
Autsch. Reiten. Danke. Lasst mich. Nimm mich mit. So, ich muss mal kurz auf die Map schauen. Ich muss nämlich hier hin. So, hier hoch auf jeden Fall mal. Irgendwie. Wow. Danke, Leute. Keine Zeit gerade. Oh, keine Ausdauer mehr, weil ich im Kampf bin. Okay, nicht mehr im Kampf. Danke. Perfekt. So, hier hoch. So, hier irgendwie links rein, kann das sein? Map? Ja, da rein, aber... da war ich doch 100% schon drin. Das war die große Halle. Die habe ich ja gemacht. Nicht, dass es eventuell buggy ist bei mir. Weil hier war ich ja 100%ig drin. Da muss man ja für die Hauptquest rein. Komisch, komisch. Vielleicht auf dem Dach oben oder so? Ansonsten gucke ich mir gleich nochmal die Map hier an. Aber jetzt klettern wir erstmal nach oben. Vielleicht ist er auch oben drauf oder so. Klettern. Rufen wir nebenher schon mal die Map auf. Gerade groß genug wäre die Area hier auf jeden Fall. Kann man hier vielleicht rein? Gehen wir mal noch weiter hoch. Also laut Map genau an der Stelle, wo ich jetzt gerade stehe quasi. Aber wir gehen dann noch höher. Vielleicht haben wir oben drauf noch mal was. Sieht nicht so aus. Sieht leider nicht so aus. Schade, da kommt man nicht rein. Aber es geht ja auch noch höher. Laufen wir mal außen rum. Kommen wir nirgends rein, okay. Dann gehen wir noch höher. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich am Ende noch etwas erwartet. Oh, das könnte passen. Okay, hätte ich niemals gefunden. Phoenix entdeckte die abscheulichste Kreatur, die Typhon auf der Goldinsel entfesseln konnte. Kottos, den Unterarmigen. Autsch. Oh, der hält sogar ein bisschen was aus, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall 1000-mal mehr als Ligyron. Den hätte ich niemals gefunden. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da ganz hoch zu klettern. Und der hält ordentlich was aus. Volle Power rein. Boom.
Oh, was ist jetzt im Rage-Modus? Nein! Mein volles Leben. Oh, jetzt wird er noch böser. Er wird richtig böse. Autsch. Hält viel aus, aber viel Schaden macht er halt leider auch nicht. Shit, keine Ausdauer mehr. Komm her. Wow, 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 wow. Wiedersehen. Perfekt. Dann haben wir die jetzt auch alle erledigt. Dann können wir uns jetzt an die Reittiere ranmachen. Er hatte den Hundertarmigen zur Strafe aus dem Tartaros befreit, weil er im Titanenkrieg an deiner Seite gekämpft hatte. Oh, das habe ich ganz vergessen. Entschuldige, Kottos. So, und wenn wir schon hier sind, dann fangen wir hier quasi an, weil direkt hier muss das erste Reittier sein. Wir lassen hier direkt mal hoch hinter die Mauer. Das war da unten drin. In dieser Schlucht irgendwo. Oh, da sehe ich schon was. Zack. Oh, sieht richtig cool aus sogar. Zack. Abgehakt. So, ich setze euch übrigens den Link zu der Karte in die Beschreibung unten. Falls ihr die Reittiere auffarmen wollt, dann könnt ihr quasi mit anhand der Map die farmen. Das geht natürlich viel einfacher. So, dann hier drüben. Kurz abgleichen. Hier muss es sein. So Zebra-mäßig halt. Natürlich auch eine Schnellreise hinmachen. Die können wir mal entfernen, die zwei. Ja. Hallo? Okay, dann halt nicht. Dann mache ich halt aus einer Schnellreise weg da. Ich glaube, das wird relativ schnell gehen mit den Reittieren. So. Den Marker hier bitte wegmachen. Weinroter Marker. Also quasi direkt ums Eck. Nehme ich gerne mit. Da unten sehe ich schon was. Jo, Zebras. Hallo. Perfekt, auch fertig. Dann haben wir das und das erledigt. Dann machen wir jetzt hier drüben weiter. Und zwar muss das. Das ist der Riss hier, vermute ich mal. Dann muss es hier eigentlich sein. Irgendwo. Dann mache ich die Schnellreise zu dem Riss hier. So, roter Marker weg. Zack, gelber Marker diesmal. Na, da bist du. Ja.
Wenn man natürlich hier die ganzen Schnellreisepunkte hat, dann geht es natürlich schnell. Aber ihr könnt natürlich auch, solltet ihr noch nicht angefangen haben zu spielen, natürlich schon von Anfang an die Karte zur Hand nehmen. Dann könnt ihr das quasi während dem Durchspielen alle Reittiere schon mitnehmen. Ich werde jetzt hier natürlich alle Punkte nochmal abklappern, auch wenn ich schon das ein oder andere habe. Gehe lieber nochmal zu jedem Einzelnen hin. Ja, das hier habe ich, glaube ich, schon Beispiel schon. Aber dann weiß ich sicher, dass ich alle gesammelt habe. Aber wir gehen trotzdem hin. Oh. Halt mal da. Ja, habe ich schon. Das ganze Zeug hier sammeln, wenn wir schon hier sind. Okay, dann können wir das abhaken. Dann habe ich die drei da unten schon mal gemacht. Hier die nehmen wir auch noch mit. So, perfekt. Dann kommt als nächstes hier oben an dem Punkt. Und zwar direkt hier an dem Riss muss eins sein. Und dann da drüben auch noch eins. So, direkt hier nebendran quasi. Ja, da sehe ich sie schon. Guten Tag. Nice. Ich würde mich jetzt einfach auf der Map die rechte Seite nach oben arbeiten. Dann haben wir quasi die rechte Hälfte gemacht. Das heißt, das nächste Reittier, da brauche ich glaube ich... Ah doch, kann ich eine Schnellreise machen, weil ich direkt hier neben dran einen Riss habe. Dann nehmen wir den mit. Dann haben wir in den Schmiedelanden heißt, nee, wie heißt das Gebiet hier? Schmiedelande. Das ist die Höhle des Krieges. Dann haben wir hier alle erledigt. So. Irgendwo da unten. Ja, da vorne steht's schon. Natürlich mit dem Phosphormantel kommt ihr natürlich viel besser auch ran an die Reittiere. Weil die euch da nicht entdecken. Es geht viel, viel schneller dann. Sieht auch cool aus. Hallo, Prachtstück. Nice, dann... Oh, halt. Komm mal kurz her. Ja. Die hier nehmen wir natürlich mit. Super. So. Dann entferne ich mal die ganzen Marker. Ich setze mir einfach kurz schnell die Marker. Bevor ich immer jeden einzeln markiere. Passt auf, wir haben hier noch ein Reittier. Das werde ich aber safe gefangen haben, nehme ich an. Also direkt hier. Und hier muss noch eins sein. So, machen wir die zwei. Die haben wir gemacht. So, dann hier oben. Das ist die Stelle. Hier muss eins sein. Und hier. Und hier. Und hier. So. Das sind die Marker, die wir jetzt alle machen. Wir fangen mit denen hier unten an. Heißt, wir reisen schnell zum Götterboten. Es geht echt relativ schnell mit den Reittieren, muss man sagen. Sind zum Glück auch nicht ganz so extrem viele. So, gelber Marker, genau. Oh. Oh. Runter. Also quasi direkt am Anfang vom Spiel. Werde ich doch safe haben, das Reittier, oder? Oder auch nicht. Der nämlich gar keins. Vielleicht da oben drauf. Reittier. Jetzt die Lyra.
Aber Reittier sehe ich hier keins. Also richtig gemarkt habe ich auf jeden Fall. Ah, Moment, das ist eine Questbelohnung, sehe ich gerade. The future is in music. Habe ich die Quest A schon gemacht? Sehe ich das schon überhaupt irgendwo? Oder habe ich die Quest vielleicht sogar noch irgendwo? Ich sehe keine Quest mehr, die ich noch machen könnte. Irgendwie doof, dass man sich die Quest nicht aufrufen kann. Und ich kann höchstens schauen, ob ich das Reittier vielleicht schon habe. Nee, das Reittier habe ich definitiv nicht, weil es hat so Flügel. The future is in music. Dann muss ich mir die Quest mal kurz angucken. So, Immortals. Gucken wir uns mal kurz an hier on the fly. Bam, 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 bam. Ganz kleinen Moment kurz. So. Aha. Okay, also da hätte ich mich jetzt dumm und dämlich suchen können, weil hier steht nämlich, Frühling ist nur erhältlich, wenn ihr den Season Pass vor dem Release des Spiels erworben habt. Dann ist natürlich die Frage, brauche ich das Reittier überhaupt? Gucken wir mal kurz hier in die Trophäen rein. Ja, so komme ich ja super in die Trophäen. Gehen wir hier hin. Zack. So, Trophäen. Alle 100 große Bäume muss ich by the way auch noch machen. Zähme alle Reittiere. So, das steht aber nicht dran, wie viele es sind. Die Frage ist natürlich, ob ich das dann überhaupt brauche. Wir lassen das jetzt mal weg. Wir kümmern uns jetzt mal nicht um dieses. Wir machen alle anderen jetzt erstmal. So. Und dann sehen wir ja weiter. Heißt, wir gehen jetzt hier zum roten Marker. Ist ja auch irgendwie blöd, dass man einen Season Pass erwerben muss. Also sollte das so sein, Leute, dann... Oh, Moment. Den nehme ich natürlich mit. Und ist die Frage, zählt es hier als großer Baum? Und dann fälle ich hier kurz ein paar. Bumm. Hallo, kleiner Bär. Auf Wiedersehen. Bietet sich ja gerade an hier. Quasi die Insel der fällenden Bäume. Werden wir sehen, ob das zählt. Oh. Nehme ich gerne mit. Safe schon, keine Ahnung. Ein paar Bäume habe ich auf jeden Fall schon gefällt. Okay, alle Bäume, die wir jetzt sehen, die hauen wir einfach um. Okay, rüber da.
Ich sehe es, glaube ich, schon. Ganz gechillt am Strand liegt's. Oh oh. Ja, genau das meinte ich mit oh oh. Da wollte ich wieder zu schnell rüber, glaube ich. Da sehen wir es aber schon. Und so ähnlich sieht das Pferd auch aus, nur in weiß, was wir über die Quest bekommen. Nein. Nein, bleib da. Oh, okay, ich warte. Danke. Okay, ist das auch erledigt. So, den Marker lassen wir aber mal. Dann würde ich sagen, wir gehen hier zum roten Marker. Über den Riss hier. Wir brauchen den da. Den weinroten Marker quasi. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das Reittier, mit dem wir den Season Pass kaufen müssen, nicht brauchen. Weil das wäre echt richtig mies von den Entwicklern. Und das unterstelle ich denen jetzt einfach mal nicht. Hallo Freunde. So. Ah, habe ich schon. Okay. Dann können wir quasi hier direkt entmarken. Oder auch nicht. Hier schnell Reise hinmachen. Dann kommen die zwei noch. Ich glaube, auf der nördlichen Insel habe ich tatsächlich alle drei schon gesammelt. Das können wir ja gleich anhand der Prüfung mal checken. Lila Marker. Den können wir wegmachen. Lila Marker. Nein. Bleibst du da? Bleibst du da? Komm her. Sieht auch cool aus. Check. Dann als nächstes grüner Marker. Ich glaube, da gehe ich am besten von hier hin. Der grüne Marker. Diese Richtung. Also ich werde dann auf jeden Fall, weil ich vermute mal, es wird jetzt nicht klappen, nachlesen, was man genau alles machen muss für die Reittiere nochmal. Warum ist grüner Marker plötzlich so weit weg? Bin ich jetzt blöd? Ach, weil ich den grünen Marker gerade... Wir brauchen den, ne? Was wir nochmal genau alles für Reittiere brauchen. Und ich zähle auch gleich mal, wie viel mir hier auf dieser Map angezeigt werden. Ach, da unten ist es doch schon. Hallo, kleines Pferd. Wow. Hat es nicht geklappt? Jetzt aber. Gut. Dann sind die auch erledigt. Dann geht es schon da nach oben. Hierhin. Wahrscheinlich am besten von hier rüberfliegen. Könnte ich mir aber vorstellen, dass ich das eventuell auch schon habe. Eigentlich muss ich doch hier... dahin. Ja, ja. Ich war, oh Gott, falsche Richtung habe ich geflogen. War ich auf der Insel hier? Überhaupt? Bin gerade voll unsicher.
Ja, da war das mit dem Pferden. Da war ich. So, und das Reittier müsste entweder hier vorne gleich irgendwo sein. Ja, da sehe ich schon. Ach, das sind auch quasi die, die ich eh da benutzt habe, um sie da reinzubringen. Quatsch. Nein. Kann ich die jetzt noch zähmen oder habe ich das schon gezähmt quasi? Okay, habe ich schon gezähmt. Danke dafür. Völlig umsonst hergeflogen. So, wir schauen uns jetzt aber kurz mal bei den Reittieren um, die ich habe. Reittiere. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, am Norden der Insel habe ich einmal das hier. Das habe ich schon. Und das hier, das habe ich auch schon. Und an der Insel und im Norden sollte ich auch noch den hier bekommen. Den habe ich auch schon, den Nieswurz. Das heißt, auf die nördliche Insel muss ich gar nicht mehr gehen, weil die drei habe ich alle schon. So, das da unten habe ich auch schon, da brauche ich auch nicht mehr hingehen. Und den habe ich auch schon, das heißt, die zwei fallen auch weg. Ich habe aber nicht den ganz normalen Hirsch quasi. Das heißt, wir rufen jetzt die Map auf. Und den Marker können wir wegmachen. Da sind wir quasi fertig. Dann fangen wir wieder unten an. Also hier unten, das habe ich schon, das Reittier. Und auch hier rechts davon, den Hirsch habe ich auch. So, wir müssen jetzt quasi ungefähr... Lasst mich nicht lügen, hier hin. Und dann hier hin. Die zwei... Dann können wir hier noch gucken. Ja, hier. Bumm. Das Reittier habe ich auch. Das brauche ich nicht hier. Das blaue Pferd mit dem Horn quasi oben drauf. Dann haben wir hier noch eins. Und wenn ich noch einen Marker setzen darf. Ne, darf ich nicht. Ja, machen wir erstmal die jetzt. Dann fangen wir hier unten quasi an. Können wir direkt von dem Riss hier. Ich darf keine Schnellreise machen. Darf ich jetzt eine Schnellreise machen? Danke. Hier hin, bitte. Können wir direkt von da anfangen? So. Welchen Marker brauchen wir denn? Grün. Okay, wir laufen hier erstmal außen rum, weil ich glaube, wir müssen genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, da oben drauf. Na. Wobei. Da lang. Da vorne haben wir sie doch. So, davon brauche ich einen. 19. So, als nächstes der hier. Wahrscheinlich von da. Nicht hier? Ja. Dann von da. Gelber Marker brauchen wir diesmal. Gelber Marker, jo. Oh, das Pferd habe ich glaube ich schon. Sagt mir zumindest was, so vom Design her. Aber wir checken es jetzt trotzdem kurz. Ja. Habe ich schon, okay. Dann als nächster hier roter Marker. Eigentlich am besten von der Statue. Roter Marker. Jo, 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 hab ich. Roter Marker, diese Richtung.
Komm, wir nehmen kurz die blauen Pilze hier mit. Da vorne sind sie schon. So. Habe ich wahrscheinlich auch so. Ne, habe ich noch nicht. Den Prontos. Sehr schön. Können wir den mal entfernen. Und dann grüner Marker. Am besten. Wahrscheinlich völlig egal. Und da. Das ist dann der wahrscheinlich. Da kommen gleich noch echt coole Varianten. Werden wir gleich sehen dann. Ja, kämpft ihr mal. Da drüben hat sie. Die kenne ich auf gar keinen Fall. Sag mir zumindest mal gar nichts. Alabaster. Okay, wir müssen neue Markierungen setzen. Die können wir entfernen. Wir müssen hier hin. Und irgendwo genau hier hin. Und davon rechts. Ja, genau irgendwo da. Dann haben wir hier oben was. So, genau hier in dem Knick so drin. Und hier noch. Kein Marker mehr. Und wir machen den mal weg hier. Brauche ich jetzt gerade wirklich eh nicht. Und den lila Marker hier kann ich auch noch wegmachen. Hier noch. Und ich glaube, dann habe ich schon, oder? Ja, dann mal gucken. Ja, wir können gleich Schnellreise machen. Und zwar hierhin. Oh, hellgrüner Marker. Oh, da sind sie ja schon direkt. Guten Tag. Der immer da, weil er immer da ist. Alter, da wird's zwar richtig schlecht. Okay. Zack, darüber. Aber direkt von hier dahin. Ich finde, wenn man so eine Aufgabe hat, die ist dann echt noch okay, weil es auch zügig geht. 149 Meter diese Richtung. Aber wenn es jetzt, keine Ahnung, 80 Reittiere wäre, da hätte ich auch echt keinen Bock drauf. Aber dadurch, dass nur, lass mich mal zählen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26 sind. Und ich die Zahl 26 gehört habe, hoffe ich natürlich, dass es echt nicht so sein muss, dass man sich den Season Pass kaufen muss. Das wäre echt mies. So, moin. So, von da können wir gleich weiter in den Osten. Dem da. Roter Marker. Wird. Na. Die nächste raus, bitte. Danke.
kann mich an die Stelle überhaupt nicht erinnern hier. Da vorne hat sie. Die Hirsche. Seid mal nicht so ängstlich. Der Rittersporn sieht ein bisschen anders aus wie beim Witcher. So, nördlich. Also, boah. Manchmal geht's nicht, wenn man in der Animation drin ist oder so. Das nervt ein bisschen. So, grüner Marker war es diesmal. Oh, da sehe ich sie schon. Die goldenen Pferde. Der Skene. Und eigentlich können wir direkt von hier weiterreiten. Weil es müsste. Ah ne, ist schon ein gutes Stück. Wir können direkt hier Schnellreise machen. Geht viel schneller. So, und das müsste auch schon quasi das letzte Reittier sein. Bis auf das von der Quest halt. Wir gucken mal kurz rein, wie viel ich habe. Ich müsste trotzdem 25 haben. Weil ich ja schon eins im Shop gekauft habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 22, 24, 25, genau. So, lila Marker. Ah, da unten sehe ich schon. Den Pegasus-Verschnitt. Ja, perfekt. Trophäe gleich bekommen. Wunderbar. Also, wenn ihr die Map auch habt, wisst ihr, es reicht, wenn ihr euch ein Pferd quasi aus dem Shop kauft. Ihr müsst dieses Pferd für die Questreihe The Futures in Music nicht machen. Sehr, sehr schön. So, damit haben wir die Trophäe auch eingetütet. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück zu der Halle der Götter. Und schauen uns an, wie viel denn jetzt noch von den Herausforderungen fehlen. Ob sich da schon was getan hat. Ob da vielleicht auch zum Beispiel dazugehört, den Boss zu machen. Ob das auch als Herausforderung zählt oder nicht. Nee, ich will nichts kaufen gerade. Ja, guck mal, jetzt sind es 76. Das heißt, fehlen nur noch 4. Oder war das letzte Mal auch schon so? Ich glaube, es waren letztes Mal auch schon 4. Kann ich die irgendwie markieren? Glaub nicht. Okay, wir können die ganzen Marker mal entfernen. Was zeigt er denn hier an? Ja, das ist nur diese tägliche Quest. Die brauchen wir nicht mehr machen. Die brauchen wir sowieso nicht mehr machen. Ja, wir haben jetzt hier noch ein paar Uhren etc. Ich würde sagen, ja, wir machen die jetzt mal und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Herr des Chaos. Achtung, stell dich Typhon, ja. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal dahin und vielleicht auch von dem das hier. Und Bäume. Bäume fällen. Wir müssen noch große Bäume fällen. Jeden Baum, den wir jetzt sehen, haben wir um. So, ich habe hier einen Marker. So, kann ich den umhauen hier? Ne, den kann ich nicht umhauen. Aber den. Den nicht. Weg mit euch. Die ganz großen kann ich nicht umhauen, das weiß ich. Aber sowas zählt hoffentlich ja auch mit hier.
Habe ich gerade mein Pferd weggehauen? Ups, sorry. Hier fallen alle Bäume. 19. Ich habe heute deinen Bruder schon umgehauen. Autsch. Aua. Ey, du nervst gerade ein bisschen. Au. Komm gerade nicht so wirklich in den Kampf hier rein. Upsa. Ciao. Was ist mit euch los? Ist euch schlecht oder so? Also wenn euch schlecht ist, dann geht er nach Hause, gell? Bin gespannt, ob sowas zum Beispiel auch als Herausforderung zählt oder nicht. Keine Ahnung. Wir hauen weiter Bäume um hier. Nee, es zählt nicht, weil ich bin immer noch bei 76. Ihr seht es oben links. Dann müssen wir hier irgendwo noch 4 Herausforderungen finden. Hey, keine Ahnung, wo die noch sein sollen. Wir fällen erstmal Bäume jetzt. Ich hoffe, die gelten auch. Einfach hier drin die Kiste. Hat noch gezählt. Ich laufe einfach mal weiter, ne? Holz und Monster, das war's doch, oder? Jo, dann können wir das auch bleiben lassen. Okay, dann würde ich sagen, wir arbeiten uns jetzt einfach von Kiste zu Kiste vor und hoffen mal, dass wir unterwegs vielleicht noch die ein oder andere Aufgabe entdecken. Hallo? Du zählst doch hoffentlich zu den Herausforderungen dazu. Das sage ich noch. Ich hoffe, wir entdecken die eine oder andere Herausforderung. Wir grüßen zurück. Oh, 11.000er Hit. Ciao. Wunderbar. Komm, gib mir die 77. Nein. Zählt nicht. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also muss ich irgendwo noch diese Herausforderungen haben auf der Insel. Und zwar die richtigen Herausforderungen. 4 Stück an der Zahl. Das wird krass, die noch zu entdecken. Das heißt, ich werde ab und zu mal so in die Sicht gehen. Beziehungsweise, ich kann ja mir... Das können wir kurz machen, Leute. Komm, das machen wir jetzt noch kurz. Mythic. Immortals. Vielleicht gibt es da auch eine Map dafür. Was haben wir hier für eine Map? Das ist die Reittier-Map. Weil man kann sich ja hier quasi über den... Filter... ja quasi alles anzeigen lassen. Warte, alle ausblenden.
Und wir blenden nur die hier ein. Und abgeschlossene... Nee. Abgeschlossene Anzeigen. So, und dann könnte ich ja quasi mich hier durcharbeiten, wo noch welche fehlen. Aber dazu muss ich eine Map finden. So, muss ich mal auf Englisch suchen, weil auf Deutsch finde ich nichts. Gucken wir mal. Haben wir hier irgendwo eine Map? Oder sehe ich hier quasi immer nur... Nee, das passt mir so nicht. Ich hätte gerne eine Map, wenn es gibt. Aber es gibt wohl keine Map. Okay, ich glaube, das wird noch eine Mammutaufgabe, die vier zu finden, die mir jetzt fehlen. Gibt zwar sogar schon ein Video auf YouTube, wo das gezeigt wird. Aber für jede Location immer einzeln. Heißt, da kann ich mich wirklich dumm und dämlich suchen. Muss ich mal gucken bis zur nächsten Folge, wie ich das löse dann. Weil das wird wirklich krass, das zu finden. Warum wird mir hier eigentlich noch die große Lyra angezeigt? Fehlt mir da noch eine Note? Ich glaube, mir fehlt hier noch eine Note, oder? Lass mal kurz da hinreisen. Weil das wäre dann schon mal eine weniger. Jo, mir fehlt hier noch eine. Okay, gut zu wissen. So. Das heißt, muss hier noch irgendwo eigentlich eine Note angezeigt werden. Habe ich hier nicht irgendwo noch meinen Zettel eventuell? Das könnte ich mir vorstellen, dass ich hier noch irgendwo meinen Zettel habe. Gucken wir mal kurz. So. Zettel, Zettel, Zettel. Ah, hier habe ich noch einen. Dann gucken wir mal. Und zwar 1, 2, 3. Aha, perfekt. Okay, dann sind es nur noch 3. Dann sind es jetzt nur noch 3. Da habe ich alles. Ich könnte mir vorstellen, dass mir eventuell da oben noch was fehlt. Ich kann hier jetzt mal kurz abgeschlossene ausblenden. Vielleicht habe ich ja tatsächlich noch irgendwas übersehen. Nee, ich habe alle Punkte abgearbeitet, zumindest so weit, wie ich es gesehen habe, stand jetzt. Wir blenden alles ein. Und abgeschlossene ausblenden. Was wir auch mal ausblenden können. Hier, Fotos. Braucht kein Mensch. Ja, wir machen jetzt mal noch die Kisten. Vielleicht begegnet uns ja hier unterwegs was. Und, die machen wir aber dann in der nächsten Folge. Und dann überlege ich mir, wie ich noch herausfinde, welche 3 mystische Herausforderungen mir fehlen. Und was wir auch noch kurz machen können. Wir können noch kurz gegenchecken. Was fehlt mir denn sonst noch? Das hier wird mit dem Durchspielen zu tun haben. Nehme ich mal an. Besiege Typhon. Upsa. So. Sonst haben wir hier schon alles. Besitze alle Phoenix-Skins. Ich schätze, das kommt automatisch, sobald ich alle Kisten aufgemacht habe. Und auch die Flügel wird automatisch kommen, sobald ich alle Kisten aufgemacht habe. Schätze ich jetzt einfach mal. So, schließe alle Nebenquests ab. Aber ich habe keine Nebenquests mehr.
Vielleicht sollte ich mal nochmal mit den Göttern reden. Das machen wir vielleicht noch kurz. Erwirb alle Verbesserungen. Für Tränke, okay. Okay, wir gehen mal kurz nochmal in die Halle der Götter. Mal gucken, ob ich damit alle gequatscht habe. Vielleicht habe ich da was vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Athena gequatscht habe, nachdem ich die befreit habe. Also, dann komm mal her. Lass mal quatschen. Wie fühlt es sich an zurück? In Ordnung. Arbeitest du an... Verspring das Ganze kurz. Na, viel. Ich habe... Nimm die... Wenn ich... Göttle. Dann los. Was, wenn ich keinen Kompromiss will? Verdienen. Dann müsstest du... Okay, ich hätte es nicht überspringen sollen. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Quest. Jetzt habe ich die Quest quasi schon abgeschlossen. Okay. Damit ist die Quest dann auch abgeschlossen. Perfekt. So, checken wir nochmal kurz gegen. Jo, 81%. Wo war's jetzt? Schließe alle Nebenquests der Götter ab. Habe ich schon. Und was hier? Schließe alle 36 Aufgaben von Hermes Übersicht der Heldenprüfungen ab. Diese alle 36 Aufgaben von Hermes über... Ach so, das sind quasi die hier. Das müssten die hier sein, oder? Ja, müssten die hier sein. Das sind 20, 28 und 8 sind 36. Jo, also fehlt mir jetzt quasi noch die hier, die drei. Okay, also ich gucke, wie ich rausfinde, welche drei mythische Prüfungen mir fehlen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.